Hallo zusammen, ich bin Dominik Schär. Ich mache die Lehre als Holzindustriefachmann in der Rolvo AG Wohl. Und jetzt zeige ich euch, wie ich den Baumstämmen ein Profil gebe. Kommt doch mit. Hier bringt der Chauffeur das Holz vom Wald und ich bestimme die Qualität und die Holzart. Und die Messstation misst die Durchmesser und die Länge. Das ist ganz schön viel Technik, aber immer noch entscheidet der Mensch, welche Holzqualität zu welchem Produkt wird. An der nächsten Maschine, hier zum fertigen Brett, ist Präzisionsarbeit gefragt. Jeder Millimeter zählt. OLEDs, ein Nagel im Holz, es schneidet nicht mehr gut. Wir müssen Werkzeug wechseln. Nicht ganz so schnell in einen Boxenstopp, aber daran arbeiten wir noch. Nachdem die verschiedenen Bretter nach Qualität sortiert wurden, werden Pakete gebildet und gehen dann direkt in die Trocknungskammer. Fast wie in einer Sauna für Bretter, nur dass man hier kontrollieren kann, wenn das sie trocken genug sind. Hier bekommt das Holz einen zusätzlichen Schutz und wenn gewünscht, auch ein neues farbliches Aussehen. Die Qualität am Schluss muss stimmen. Auch hier ist ein geschultes Auge immer noch unersetzlich. Und jetzt habt ihr gesehen, wie ich aus diesen Baumstämmen ein Brett mit Profil mache. Salut zusammen!